Hallo und willkommen zurück bei Bioshock Infinite. Ja, wir sind immer noch Richtung Ende anlaufen. Was soll ich sagen? Ich habe ja letztes Mal, das war ja so der Running Gag beim letzten Spiel, alle paar Minuten gesagt: Oh, ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Oh, ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Und dann ging es wieder weiter. Und dann ging es wieder, dann kam doch noch was. Also von daher, ich hoffe jetzt einfach, und ich gehe mal einfach davon aus, dass wir heute zum Ende kommen. Ich habe jetzt so mal zwei Folgen heute noch geplant. Wir spielen jetzt einfach mal los. Wir gucken mal. Wir sind ja letztes Mal ziemlich stark hier geschlagen worden. Und die guckt jetzt gerade ein bisschen sehr merkwürdig. Ah! Sie hat sich bewegt. Sehr merkwürdig. Naja, gut. Gehen wir mal los. Hier haben wir ja immer noch Sachen im Mülleimer. Mal gucken, ob wir inzwischen was davon gebrauchen können. Nein. Die waren doch inzwischen alle leer. Ah, jetzt sind wir erschrocken. Ah, da war was. Ich bin jetzt so ein bisschen darauf gemünzt, jetzt kommt die nächste Überraschung. So ungefähr. Repetier nehmen, mal gucken. Nee, auch nicht mehr Schuss. Komm mal hier, Salvengeschütz. Feuerhagel, was war das? Salvengeschütz war doch auch so ein. Naja. Beides so ein. Ja, ich weiß gar nicht, wie man sowas. Ein Gatling. Müsste aber. Nee, auch nicht mehr. Granatwerfer. So, ich glaube, das ist fachlich die richtige Formulierung. Granatwerfer. Nicht Granatapfel, sondern Granatwerfer. Und sie haben immerhin noch versucht, das Geld in Sicherheit zu bringen. Das kann man jetzt positiv oder kann man auch negativ sehen. Na, eigentlich versuchen wir mal, das Geld hier noch für die Schockkette zusammen haben. Jo, natürlich haben wir. Dann kaufen die doch. Verleiht die Fähigkeit, Blitzschläge von einem Gegner zum nächsten springen zu lassen. Das könnte recht sinnvoll sein. Ja, sonst haben wir hier nichts. Die Krähenfalle könnten wir noch kaufen. Bewirkt, dass die Opfer von Killerkrähen zu Krähenfallen werden. Bisschen was gekauft. Haben wir hier noch was, was wir brauchen können? Schießeisen. Ja. Was auch noch. Wir haben es ja gerade mal auf dem Fall. Hier haben wir demnach auch irgendwas übersehen, wie man sieht. Der Geist läuft hier lang. Da läuft auch noch. Zum Einsammeln hier. Ah, der hat noch was. Ein bisschen Lebensenergie. Salz haben wir voll. Hier war die Ecke mit den Scharfschützen. Entschuldigung, bin ans Mikrofon gestoßen. Frage ist ja wirklich, ne, wo müssen wir jetzt hin? Dass wir hier nirgendwo in die obere Etage kommen, das wundert mich etwas. Ich habe immer wieder das Gefühl, ich übersehe noch irgendetwas hier an der Stelle.
Ja, Leute, ich irre jetzt ein bisschen durch die Gegend, weil leider uns der Geist ja nicht verrät, wo denn das nächste Stück zu finden ist. Bis auf die Fußabdrücke und die müssen ja erstmal erscheinen. Zeit, 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 aber. Die hat immer noch Angst. Na, das soll doch. Hier rüber. Ja? Was denn? Und jetzt? Gesammelt, immerhin. Hast du jetzt von den letzten zwei Durchläufen, ich glaube, wir laufen ja jetzt hier schon das zweite Mal durch, noch übrig gelassen haben. So viel dürfte es nicht mehr sein, was wir hier einsammeln können. Da ja alles ein bisschen knapp inzwischen wird. Schuss. Sagen wir Schuss. Ah, da hätten sie noch Fußabdrücke. Also hier ist es demnach nicht. Hier haben wir noch was Lebensenergie. Wir sind nämlich noch immer nicht voll. Und es wäre mir lieber, wenn ich voll wäre. Okay, man schießen würde. Sekunde, der war doch vorher nicht da, oder? Danke. Aha.
aus. Na klar. Das war auch so eine Stelle, wo vorher diese Sicherheitsgitter noch zu waren. Jetzt sind sie auf einmal auf. Aber sie sind doch tot. Ich habe die Leichenfotos gemacht. Ja, und sie waren kompletter Pfusch. Man erwartet nicht, dass ein Foto der eigenen Leiche so vollkommen leblos wirkt. Oh. Das ist doch Irrsinn. Welchen Beweis hast du, dass Mr. Fink den Lutesses etwas antun würde? Sie haben es mir selbst gesagt. Die Lutesses? Wann? Gestern. Gestern Morgen. Rupert, sie sind seit 7 Tagen tot. Tja, die haben ja, sind ja durch die Dimension gewandert. Deswegen konnten sie natürlich ihm das noch mitteilen. Aber das konnten ja... Ja, konnte er ja nicht wissen. Tja, mal gucken, ob hier noch was zu holen ist. Ah, da ist noch eine Tasche mit Geld. Eine mit Lockpicks. Also Lockpicks habe ich jetzt wirklich bis zum Get-No. Ich glaube, irgendwo ganz am Anfang war noch ein Safe, den ich nicht geöffnet habe. Aber da kommen wir ganz sicher nicht mehr hin. Tja, hier scheint sonst nichts zu sein. Das wundert mich schon beinahe ein bisschen, dass das hier so ruhig ist. Wir haben auf jeden Fall jetzt alle Risse geöffnet. Okay, wie geht sie denn jetzt hin? Geht wieder zurück oder was? Warum? Warum wieder zurück? Ah, sie geht wieder zurück. Warum? Wieder zurück. Das gibt doch gar keinen Sinn. So, und jetzt? Jetzt zurück in die Bank rein, oder was? Hier geht's lang. Warum schickt er mich hier lang? Das brauchen wir nicht. Warum? Hm. Ja, und sie steht wieder mitten im Feuer.
Alter! Und jetzt? Auf dem Friedhof oder was? Nein, offensichtlich nicht. Also müssen wir jetzt zu dem Eingangsschloss. Ich würde gerne stärker bewaffnet dahin gehen, zugegebenermaßen. Gefällt das gar nicht, dass ich so schlecht bewaffnet bin. Ja, war besser. Wobei bei 35 Schuss, komm, wir nehmen das Schrot. Wir nehmen die Schrotflinte. Also, so viel Schuss mehr sind es nicht und die Schrotflinte, die Kugeln sind definitiv effektiver. Tja. Tötete Lady Comstock. Die Lutesses. Und jeder, der die Wahrheit kannte, wäre besser gleich mitgestorben. Ich bin gar nicht seine Tochter. Ich bin nur ein Testsubjekt, das man untersucht. Nein, bist du nicht. Elizabeth, hör mir zu. Was du durchgemacht hast, das hat niemand auf der Welt verdient. Booker. Wir kommen hier weg, verstehst du? Und dann musst du nie wieder zurückschauen. Nie wieder. Ah, schön, jetzt kommt die Missionsupdate. Rosalind Lutess ist nicht meine Mutter. Aber er hat euch beide getötet. Wegen mir. Ich weiß, du hasst mich, weil ich nicht deine Tochter bin. Und ich hasste dich, weil du nicht meine Mutter warst. Komm, mein Lazarus. Brauchen wir Geld? Flakgeschütz! Hier, Munition! Das konnte nicht gut gehen. Das war eins zu viel. Los. Hier. Jetzt!
Aufstehen, Booker! Jo, das wird heftig. Na, wie ist wieder ein bisschen Munition bekommen? Den da, los! Okay. Booker, hier! Danke. Mann. Wie gesagt, wir gehen mal ein bisschen Müll zu sammeln. Oh ja, das sieht gut aus. Bitte sehr. Okay.
dann. Aber klar. Einfach einsam durchhalten. Das ist das. Na dann. Fertig. Hier, das wird helfen. Vielen Dank. Bist du in einer anderen, in der du ihn nie getroffen hast? Oder ihn gerettet habe? Ich weiß nicht. Ist das möglich? Finde es heraus, Kind. Finde es heraus. Okay, das war heftigst. Nur hier erstmal alles abgrasen. Das war also im Verhältnis zum Rest des Spiels also der weitaus heftigste Kampf, muss man ja ganz klar sagen. Mann. Ich dachte schon, wir schaffen es nicht. Das wäre super peinlich gewesen. Online-Leiche, die ist auch schwierig.
Jetzt mal den ganzen Haufen an Leichen hier noch zu finden, wer alles schon durchsucht ist oder nicht. Haufen an Leichen, das ist schon von mir. Ich glaube, ich bin fünfmal gestorben. Ja, also das war super heftig, der Kampf. Einmal sterben, dann lasse ich ja durchgehen. Aber das war... So, aber das war's dann auch für heute wieder, für die Folge. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist immer noch nicht das Ende. Was soll ich sagen? ich freue mich, euch wiederzusehen dann entsprechend morgen. Schaltet wieder ein. Und ich bin gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Bis dann. Tschüss.